Sprecher des Kreisverbandes Paderborn. Heute eingeladen, um hier so ein bisschen durch den Abend zu führen. Und zwar ist das Programm in seiner Gänze ja schon erklärt worden, wie das Format funktioniert. Als nächstes würden wir den einzelnen MdBs die Möglichkeit geben, sich 5 Minuten lang kurz vorzustellen. Deswegen würde ich den Ball auch gleich am liebsten wieder an Dietmar Friedhof zurückspielen. Denn, jetzt gehen wir mal durch, was seine Befähigungen angeht oder was seine Aufgabenfelder sind. Er ist Landesgruppensprecher der Niedersachsen in der AfD-Bundestagsfraktion. Er ist afrikapolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Er ist Obmann und Mitglied im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und er ist stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und natürlich ist er Regionsabgeordneter. Bitte, ich übergebe jetzt erstmal an dich. Mikrofon hast du, glaube ich, da? Oder brauchen wir nicht mal hin und her werfen? Genau, ich starte. Wunderbar. Ja, mein Name ist Dietmar Friedhof mit Doppel-F. Das ist ganz wichtig für die Hoffnung. Und die haben wir, deswegen bin ich in die Politik gegangen, damit wir in Deutschland noch was retten bzw. verändern können. Weil eins steht fest, aus meiner Sicht ist es nicht mehr 5 vor 12, es ist schon lange 5 nach 12. Aber aus unserer Sicht darf es eben nie 12:30 oder 1 Uhr werden. Das sollte ganz klar sein. Also wenn du mal sagst, es ist 5 vor 12, es hat sich schon sehr vieles verändert in unserem Land, was wir vielleicht gar nicht mehr verändern können, das sollte uns klar sein. Aber alle Anstrengungen, die wir jetzt machen müssen, ist, dass so wenig wie möglich jetzt weiter zerstört wird und in der Gesellschaft bald nichts mehr übrig bleibt. Das ist eben leider Gottes. Ich bin afrikapolitischer Sprecher. Und wenn man in den Bundestag kommt, weiß man so am Anfang gar nicht, was so auf einen zukommt. Und dann muss man ja Ausschüsse besetzen. Und ich bin auf der einen Seite Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik. Ich war Oberstleutnant der Reserve bei der Fallschirmtruppe, bin immer noch Mob beordert bei der Panzertruppe und ich bin auch Coach und Trainer. Das heißt, einerseits habe ich was mit Ausbildung und Bildung zu tun, andererseits mit Energie, andererseits auch irgendwie Militär. Und da ist eigentlich der Ausschuss Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eigentlich ein sehr schöner Querschnittsausschuss, weil eigentlich fließt ja alles da rein. Da geht es ja um die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten in Entwicklungsländern, gerade sagen wir Afrika. Deswegen kann man da auch ganz anders drauf blicken, weil Afrika verändert sich ja gerade. Wir bekommen das hauptsächlich mit, wodurch? Durch die Migrantenströme. Ich sehe das auch, klar, aber ich sehe eben auch, dass Afrika uns als Kontinent auch viele Chancen bieten kann, wenn wir uns nicht von den Amerikanern und Chinesen zerdrücken lassen. Afrika könnte für uns etwas tun. Also hier für Afrika, dass Nachhaltigkeit und Teilhabe stattfindet, dass die Menschen wirklich von dem, was sie auch in Afrika tun, leben können. Aber auf der anderen Seite kann es eine Industrierevolution 2.0 auch in Deutschland auslösen. Aber was sieht man in Deutschland? Wir bohren locker Brunnen und die Chinesen erobern ganz Afrika. Das ist so das Deutsche. Also wir retten alles, aber fordern kein Benefit ein. Das ist eigentlich das, was man wahrnimmt. Was ich aber feststelle, ist, dass die Menschen in Afrika, die Regierung, uns für etwas ganz besonders schätzen, uns Deutsche. Also erstmal sind wir gut gelitten in Afrika, aber man schätzt uns für unsere Werte, für unsere Kultur und für unsere Bildung. Und da bin ich immer ganz verlegen und würde eigentlich am liebsten sagen, das gibt es schon lange nicht mehr bei uns, ja, das lösen wir gerade auf. Aber wir werden genau für das geschätzt und geliebt, das, was wir gerade wirklich aufgeben. Und oft sage ich, wir müssen uns mal wieder darauf besinnen, weil Made in Germany zum Beispiel, unser Verkaufsschlager, ist ja ganz eng verknüpft mit Werten. Und wenn wir unsere Werte versteigern oder aufgeben, dann wird es auch kein Made in Germany mehr geben und dann gibt es auch keinen Sozialstaat mehr, weil wer verdient das Geld womit? Und dann kann man in Afrika auch eins sehen. Afrika hat ja gerade eine unwahrscheinliche Bevölkerungsdynamik. Zum Jahr 2050 werden 1,5 Milliarden Menschen dazukommen. 3 Milliarden Menschen nur auf dem afrikanischen Kontinent. Und einer der Entwicklungshemmer ist, und das kann man eigentlich so feststellen, der Islam. Weil der Islam erhöht oder überhöht zum Beispiel den Mann über die Frau. Der Islam sorgt dafür, dass Mädchen nicht in die Bildung dürfen. Und der Islam ist auch zuständig für vieles archaische Gehabe. Und das ist eigentlich sehr erschreckend. Das heißt, wenn wir mit unserer europäischen Brille kommen und wollen den nordafrikanischen Kontinent verändern, stoßen wir aber gesellschaftspolitisch wirklich vor Wände, weil der Islam ist nicht dynamisch. Aber das spiegelt mir eins wider, dass wir auch in Deutschland einen großen Wert gerade bereit sind aufzugeben. Und das ist ganz eng verknüpft mit Gender, das ist unser Christentum. Und das Christentum wäre eigentlich die logische Antwort Europas gegen den Islam.
Aber das haben wir auch nicht mehr. Ja, das heißt, wir geben alles auf, was so unsere Werte sind. Und Jesus Christus hat ja interessanterweise einen schönen Satz gesagt: Liebe deinen Nächsten, richtig? Komma, dich selbst. Und die Deutschen lieben sich nicht selbst. Das ist ein großes Problem. Und wenn ich mich selbst nicht liebe, kann man schon die Frage stellen, wie und womit können wir andere Nationen lieben oder andere Menschen. Deswegen ist das, was die Menschen da draußen gegen uns demonstrieren, ist nur Augenverdreherei, das stimmt nicht. Eine Nation, die sich selber nicht liebt, kann andere Nationen nicht mit Respekt gegenübertreten, das ist so. Und alle Abgeordneten, die hier sind, die heute hier stehen, tun definitiv eins, sie lieben genau wie ich unser Vaterland und ich bin froh, dass ich diese Muttersprache lehre. Dankeschön. So, damit hätten wir den ersten Teil schon abgearbeitet. Im zweiten kommen wir zur sogenannten offenen Runde, zu der als nächstes erstmal Dietmar nach vorne gebeten wird. Heißer Stuhl. Ja, heißer Stuhl, es ist wirklich sehr heiß hier im Ofen. Hier kommen auch Sie ins Spiel, Sie können ihn löchern, bitte tun Sie das. Und 15 Minuten wird er Ihnen jetzt Rede und Antwort stehen. Als erstes mal muss ich mal was zu Waldemar sagen. Mein lieber Waldemar, ich war dieses Jahr in Marokko, Westsahara, Mauretanien, Äthiopien, Eritrea, Ägypten, Ungarn, wo war ich noch? Ich habe es aufgegeben, im Tschad, im Senegal und in Gambia. Vielleicht haben sie am Flughafen nur nicht gesehen, aber ich bin immer knapp hinter dir oder vor dir, wie das auch immer ist. Ich fliege nur in die falsche Richtung, in die andere Richtung. Also wir sind alle unterwegs. Bevor Sie die Frage stellen, eins mal vorab. Umweltschutz ist Heimatschutz. Heimatschutz ist blau und blau ist die? AfD. Ja, deswegen ist Umweltschutz ein neues Thema, nämlich nicht das der Grünen, sondern Umweltschutz, ein großes Thema, ist eigentlich das Thema der AfD. Denn vom Mond aus gesehen ist die Erde nicht grün, sondern blau ist die. Gut, jetzt zu den Fragen. Wer möchte als erstes was fragen? Seien Sie mutig. Junge Dame. Wir hatten vor kurzem bei uns in der Zeitung eine Reportage über, wenn ich das richtig weiß, einige Herren aus Uganda, Unternehmer aus Uganda, die sagten, wir wollen keine Almosen von Deutschland, wir wollen Projekte. Wir müssen Geld verdienen in unserem eigenen Land. Wie stehen Sie dazu? Genau dazu stehe ich positiv. Und zwar ist die AfD, oder in unserem Ausschuss sind wir diejenigen, die sagen, das, was bis jetzt passiert ist, ist eine sogenannte Entwicklungshilfe. Und die lehnen wir strikt ab. Sondern es muss immer eine Unterstützung zur Selbstverantwortung sein. Das heißt, nach 60 Jahren ist es nicht gelungen, durch diese verfehlte Politik, trotz 2 Billionen US-Dollar allein in Afrika, irgendetwas in eine Richtung zu führen, dass die Menschen vor Ort wirklich Teilhabe und Nachhaltigkeit haben. Und das ist genau der Punkt. Eritrea zum Beispiel möchte gar keine Entwicklungshilfe. Die haben genau das Gleiche gesagt. Kommt mit Projekten, bringt uns Arbeitsplätze, baut hier was auf mit Unternehmern. Wir möchten arbeiten und wir möchten davon leben. Und wenn ich mir zum Beispiel die E-Mobilität angucke, die Grünen ja so gerne forcieren, da werden die Minen im Kongo ausgebeutet, teilweise mit Kinderarbeit. Und diese Menschen verdienen 35 Dollar im Monat. Und wir fahren da mit 120.000 Euro Elektroautos durch die Gegend. Da stimmen die Verhältnisse überhaupt nicht mehr. Das heißt, was wir tun müssen, und das löst übrigens auch Migration aus. Ja, dass wir ausbeuten, oder nicht wir, sondern die großen Industriestaaten beuten diesen Kontinent aus, ideologisch bedingt teilweise auch. Also wir sind dafür, dass Afrika Afrika ist, soll es auch sein, weil es ist nicht Afropa. Und es muss aber einen entscheidenden Druck durch Afrika gehen, und zwar die Übernahme der Selbstverantwortung. Ja? Aber dafür muss Europa oder die Weltstaaten müssen diesen Kontinent auch mal in Ruhe lassen, loslassen. Das ist genau das Richtige, das verstehen die Leute. Dieses Bemutteln von oben runter, das wird so nicht funktionieren. Die deutsche Bundesregierung forciert aber doch große Projekte. Ganz große Projekte, womit eigentlich die Afrikaner selber nicht viel anfangen können. Also die Bundesregierung würde sie mal große Projekte machen. Also die macht jetzt über die KfW zum Beispiel, wollen sie ja, dass mittelständische, große deutsche Unternehmen nach Afrika gehen und da große Projekte machen.
Aber diesen das Industrieunternehmen fehlt eigentlich die Zusicherung, dass diese Staaten auch politisch stabil sind. Und das Problem ist, in Afrika hat man ungefähr 90% Failed States, also Staaten, die politisch nicht stabil sind. Das ist ja die große Aufgabe, eben erstmal dieses Land politisch zu beruhigen. Man sieht das ja in Nordafrika zum Beispiel, Syrien, wie auch immer, dass die Amerikaner da um so viel Unruhe stiften. Die wollen nämlich gar nicht, dass diese Staaten stabil sind. Nämlich nur durch Unruhe, ja, ich sage wie Syrien, aber ich könnte jetzt auch Algerien nennen oder Marokko oder auch Marokko nicht. Genau, die ganzen nordafrikanischen Staaten, der afrikanische Herbst, Frühling, wie auch immer. Diese Instabilität ist ja letztendlich gegründet durch massives Einschreiten der Amerikaner da oben, und die haben es instabil gemacht. Und das müssen wir einfach mal verstehen. Also Syrien ist jetzt wieder ein Blick drauf, und durch diese Instabilität schaffen die Leute es wirklich, auf die Rohstoffe zuzugreifen. Also der IIS ist letztendlich von den Amerikanern aufgebaut worden. Ja, das muss man mal in diesem Wahnsinn erkennen. Wie damals die Taliban oder die Mujahideen, die werden jetzt aufgebaut und dann haben sie plötzlich sich den Feind im eigenen Keller geschaffen, den sie dann wieder bekämpfen müssen. Das ist schon ziemlich krank. Aber wenn man da mal drauf blickt, dann ist die Welt eigentlich eine andere, wie man zum Glauben hat. Es fängt ja schon im 19. Jahrhundert mit den Kolonien an. Genau. Da sind die Franzosen ja auch beigelegt. Die Engländer, die Franzosen, die jetzt auch erwähnen müssen. Genau. Also die Bundesrepublik hat sie nicht in der Kolonien. In die Bundesrepublik selber keine. Ja, aber die Deutschen sind gut gelitten. Wir sind letztens in Togo gelandet und da kam der Innenminister zu uns. Die Botschafterin war mit dem togolesischen Innenminister und der sagte wortwörtlich: Vergesst Togo nicht, wir sind Deutsch. Aber die Namibia zum Beispiel das gleiche. Kamerun. Also diese Menschen haben ein sehr gutes Verhältnis zu uns, was man immer gar nicht glaubt. Weil die deutschen Kolonien wurden zwar hart, aber fair geführt, im Gegensatz zu den Belgiern, zu den Franzosen, zu den Engländern. Aber das, was Sie beschreiben, ist ja eigentlich das Drama Afrikas. Also Afrika ist ja nicht das Afrika von 54 Staaten, sondern es ist eher das von 2000 Ethnien und 20.000 Sprachen. Also diese 54 Staaten sind ja künstliche Gebilde durch eben europäische Eingriffe. Das sind, genau, mittendurch geteilt. Na, das ist also ein absoluter, die einen sprechen Englisch, die anderen sprechen Französisch. Man sieht das in Kamerun zum Beispiel, da gibt es Riesenprobleme gerade zwischen den Frankophonen, den Anglophonen, den Englischen und den Französischsprachigen. Also das sind Sachen, die formal erstmal mit Afrika nichts zu tun haben, weil, aber bedingt durch den Eingriff von Europäern. Das ist schon ganz, ja, man muss das einfach mal so betrachten, dass es eben so ist. Ich habe gehört, dass ein deutscher Soldat eine schwarze Frau geschwängert hat, da sieht man nachher, und dann gab es Ärger. Weil die haben da hinten auch schon alles durcheinander. Und das über die Jahre, dann kommt die Religion noch dazu, und dass man das nicht lesen kann. Also interessant ist, wenn man da mal ein Auge drauf oder hat. Was ich jetzt auch noch, dass sie dann nur über Afrika reden. Afrika ist ja so klein, geht ganz Afrika. Da muss man ja Nord, Süd, Mittel, und man kann nicht einfach nach Afrika. Das ist richtig. Deswegen betreibt man die. So, jetzt zum Thema. Deswegen habe ich bei Syrien eingegriffen. Ja, das ist gut. Frank. Ihr vorne? Wie stehen wir zum, oder wie ist Ihre Meinung zum Economic Partnership Agreement, dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und den vielen afrikanischen Staaten? Es sind, und das. Nehmen wir dieses Beispiel oder nehmen wir den Marshallplan oder den Compact with Africa oder alles, was da gerade so aufgebauscht wird, nehmen wir das mal. Es sind, das stellen wir immer wieder fest, ganz viele Worthülsen. Man meint es immer ganz gut, aber zum Schluss in der Umsetzung scheitert es. Erstmal, weil der politische Wille fehlt. Es ist viel Geld zum Beispiel da. Das Geld wird aber, und das werden Sie dann auch feststellen, in Projekte verschwendet, wo man sagt, was gibt das, wenn es fertig wird? Und das liegt daran, dass es kein europäisches und kein deutsches wirtschaftliches formuliertes Interesse gibt. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche, können wir machen, was wir wollen, das kann man auch nennen, wie man will. Die Chinesen gehen nach Afrika und haben ein klares wirtschaftliches Interesse. Die Amerikaner gehen nach Afrika, haben ein klar formuliertes wirtschaftliches Machtinteresse. Die Inder übrigens auch. Ja, heute, die Inder sind stark. Und wir zahlen Entwicklungshilfe an die Inder, damit die schwer in Indien rumlaufen. Ja, also wir finanzieren die Atommacht Indien, wie man ganz spannend. Aber die Frage, ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, weil, und das ist die Erfahrung jetzt nach 2 Jahren, es führt zu nichts. Ja,
also der Entwicklungsminister Müller ist ja sehr gut in Hochglanzbroschüren und Sprüchen, aber es fehlt eben die, der politische Wille. Und das Dilemma ist, die Deutschen bleiben immer in der Hilfe stecken. Also das, was ich zum Beispiel, ich möchte Ihnen da ein Beispiel nennen. Ich war im Tschad und dann haben wir tolle Schulen gebaut. Ja, also die Chinesen bauen Bergwerke und Skien und wir bauen Schulen, was ja auch wichtig ist, Bildung, Bildung, Bildung. Und dann haben wir das Dilemma mit dem Islam, die Mädchen dürfen eigentlich gar nicht. Und dann gehe ich durch die Wüste im Tschad und stehe plötzlich vor einer Toilette mit drei Türen. So weit, so gut. Es war eine Inklusionstoilette. Nach deutschen Bauvorschriften, also rings mit Rampe hoch und Geländer und einer verbreiterten Tür. Und da denke ich, hä? Und also der, selbst der BKA-Beamte neben musste lachen, der wusste auch nicht, wie ein Rollstuhlfahrer durch die Wüste zu dieser Toilette kommt. Ja, man lacht darüber, aber man steht da und sagt, das kannst du jetzt echt nicht sagen. Nach deutscher Bauvorschrift. Und dann fährt man, jetzt wird's doof, ne? Dann fährt man diese Rampe hoch. Also ich bin das dann, in Deutschland kennt man das, man haut auf den Taster, die Tür geht auf, Rollstuhlfahrer rein, drückt am Taster, die Tür geht zu, Licht geht an, dann dreht er sich ja so rum und dann hat er doch so einen Metallgriff. Und dann schiebt er sich ja vom Rollstuhl auf die Toilette, richtig? Ja. Jetzt ist das aber so, in diesen Staaten, da gibt es ja keine Toilette, sondern nur ein Loch im Boden. Es gibt auch keine automatische Tür. Weißt du, und da denke ich immer, bei aller Liebe und bei allem gut gemeinten Vorgehen, was gibt denn das, wenn es fertig ist? Da bauen die und diese Toilette kostet so viel Geld, weil die haben da wenig Zement. Zement ist teurer, Steine sind teurer, ist alles viel teurer. Da fragt man sich, ist das jetzt deutsche Entwicklungspolitik? Und die stehen da von der GINZ oder von der KfW und sagen, ja, aber das muss doch so sein. Das ist doch deutsche Bauvorschrift. Ja, also es ist unfassbar, wenn man das mal sieht, dann zweifelt man schon. Andererseits war ich in Äthiopien, da waren Entbindungsstationen, richtig alt, mit zwei Entbindungsstühlen verrostet, auseinandergeplatzt, nebeneinander. Da werden Kinder wirklich im 3-Stunden-Takt geboren. Es riecht, es ist also schwül, es ist tropisch, 40 Grad, es riecht nach Blut, es ist, und da denkst du, ja, und dann hast du das Gefühl, wir müssen ja helfen. Ja, und dann hast du daneben wird ein Projekt gemacht und dann sieht man wieder den Schwachsinn. Dann haben die, seit 2 Jahren steht da ein Ultraschallgerät und ein Röntgengerät. Geliefert, alles bezahlt. Da steht aber seit 2 Jahren da rum, weil es in ganz Eritrea keinen Röntgenarzt gibt und keinen medizinisch-technischen Assistenten, der diese Anlage überhaupt anschließen kann. Das heißt, da wird wieder Entwicklungshilfe gemacht, wo du sagst, es braucht eigentlich nur einen ordentlich sterilen Entbindungsplatz. Dann meinst du, Röntgen, und da wird alles hingeliefert. Und da denkst du, das kann doch alles nicht sein. Ja, und was hat, und die Menschen wollen wirklich arbeiten. Da sind es eher die Frauen, das ist das Interessante. Deswegen sage ich dieses archaische Gehabe, ich kann es auch nicht mehr. Wenn man ganz viel in diesen nordafrikanischen Staaten reist, die Männer sind wirklich ab 14 Uhr Kaffee trinken, ab Tee trinken. Und die Frauen laufen wirklich zu Hause und machen die ganze Arbeit. Und wenn man Afrika retten will, wenn man die Bevölkerung, dieses Wachstum begrenzen will, dann müssen die Mädchen und die Frauen in die Bildung. Und die Männer müssen schon. Und die Männer so, genau. Sind die denn sich zu schade zu holen? Ja. Ja. Dietmar, das Schnitzel ist reif, also 15 Minuten sind rum. Oh! Ja! Schnitzel! Eine Minute habe ich, damit wir das hier mal aushebeln. Also für die AfD gibt es ganz klar einen Klimawandel. Also nicht nur den sozialen Klimawandel, es gibt wirklich einen Klimawandel. Und der ist natürlich, den gab es schon immer. Und ob es jetzt ein Teil Mensch gemacht ist oder nicht, das mag ja mal dahingestellt sein. Aber was ich wirklich feststelle, ist, das ist die große Katastrophe, wir schlittern nicht auf eine Klimakatastrophe zu, und das sieht man gerade in Afrika, sondern auch wirklich auf eine Umweltkatastrophe. Und das kommt das mit dem Schnitzer, mit dem Holz. Äthiopien von 60 auf 3% Holzbestand. Madagaskar von 80 auf 5%. Das heißt, die Wälder werden uns wirklich weggeknallt. Und wenn es CO2 wäre, müssen wir nämlich alles tun, endlich die Natur schützen. Darum geht es. Und die Grünen machen alles. Die schützen nämlich nicht die Natur. Sie zerstören sie nachhaltig auch noch. Und deswegen gibt es eine einzige wirkliche Umweltpartei und das ist die AfD. Genau. So, danke schön. Paul.